guten Morgen, YouTube-Freunde. Ein ganz schöner Gründonnerstagmorgen. Es ist jetzt um 6:30 rum. Moment, schau mal. Ja, komisch, hab mir abgestellt. Also, starte da meinen Rundgang mit Vino wie jeden Morgen. Aber für mich ist heute der Gründonnerstag ein spezieller Morgen, weil wir das letzte Mal die Bar, Kellerbar und Bauernstube öffentlich offen haben. Wir haben beschlossen aufzuhören. Es gibt viel Arbeit und wir werden älter und wir überlassen das Feld Jüngeren, die da Barbetrieb machen wollen. Da geht eine Ära zu Ende. Wir haben nachgeschaut. Seit 2000 haben wir unsere Kellerbar im Betrieb. Mit Barbetrieb im Keller, immer am Gründonnerstag und in der Altjahrswoche. Und das seit 15 Jahren. Es ist verrückt. 15 Jahre lang. Ich kann es selber kaum glauben. Ja, mal die Sonne da im Hintergrund, sehr schön. Ja, da habe ich ein lachendes und weinendes Auge. Wir haben viel Schönes erlebt. Viele Freunde, Kellerbar-Freunde kommen jedes Jahr immer und immer wieder. Während 15 Jahren habe ich auch viele Leute kennengelernt. Und ich möchte mich auf diesem Weg schon mal einmal bedanken für die Treue, die ihr da zu unserer Kellerbar gehabt habt oder noch habt. Es ist schön, wir hatten immer ein volles Haus oder immer wie voller. Dann später mal haben wir begonnen Kaffeestube und dann nochmals später haben wir begonnen mit dem Galloway Burger und Pommes frites. Das war oder ist der Hit. Und für diesen Abend haben wir mehr Burger bestellt. Wir werden länger Burger machen, bis die alle durch sind, auch wenn ich da bis Nacht um 12 Uhr Pommes frites mache. Übrigens, die Pommes frites sind die Berner Fritz. Das sind drei Produzenten im Kanton Bern, die die machen. Und der Bauer Hausi ist einer davon. Das heißt, wenn ihr Pommes frites esst, kann es sein, dass die von meinem Feld kommen. Das ist noch faszinierend. Und sie sind sehr gut. Das ist dann noch das andere. Speziell geschnitten. Mit Schinti dran und in Schweizer Öl gebacken oder gebraten, ich weiß nicht, wie man sagt. Ja, das zum Gründonnerstag. Wenn ihr diesen Video seht, ist der durch und die letzte Chance ist auch durch, bei uns an einem öffentlichen Anlass teilzunehmen. Dann habt ihr nur noch die Möglichkeit, privat eine Party zu feiern beim Bauerhause und der Anne in der Kellerbar. Ja, ich muss auch sagen, ich bin dann auch froh, wenn dann Freitagmorgen ist. Vor mir liegt ein strenger Tag. Ich werde jetzt von 6:30 bis 3:30 am Morgen auf den Beinen stehen. Das weiß ich. Und das ist doch für den Bauerhause jedes Jahr fast ein bisschen anstrengender. Ich bin nicht mehr 20 Jahre alt. Und ihr seht, wunderschön der Morgen. Wirklich wunderschön. So, der Vino, oder das Gudeli? Das Gudeli für den Vino. Ja, ist heute ein ganz guter Mann. Ja. Ganz guter. Ja, genau. Ja.
Auf jeden Fall genieße ich die Ruhe vor dem Sturm und es tut gut, da schnell einen Kilometer mit Vino zu marschieren. Ich bin dann auch gespannt, wie viele Kilometer ich mache. Auf meinem iPhone habe ich ja, das aktiviert und ich mache im Tag um 10 Kilometer rum und so um 10 Stockwerke. Könnte sein, dass ich da viel mehr Stockwerke mache, weil ich in den Keller rauf, runter gehe. Ja, der Vino! Ja. Gute Mann. Ja. Ja, das heißt, ich werde um die 20 Stunden rum auf den Beinen sein. Und wie gesagt, heute Donnerstag, 18. April 2019, das letzte Mal. Die Hamburger sind schon wieder weg. Es ist jetzt erst 11:30 und wir haben keine Hamburger mehr. Ausdünnen! Große Burger noch. Brötchen jetzt kenne ich mehr. Freunde, bei Bauerhausen läuft es wieder rund in der Kellerbahn. Das letzte Mal. Jawohl. Das ist die anderthalbe Jahre Investition. Das spielt doch keine Rolle. Nein, was ist das? Ich bin etwa 18 Jahre. Thank you, Mark. Ja, das ist thank you. Very, very welcome. Thank you. Sag es mir, aber ich denke, ich sollte mir wissen, dass ich jeden Tag verloren ja. Nein.